Wir kommen jetzt zum dritten Abschnitt. Da geht es um das Diktatortheorem. Das hat aber nichts mit Napoleon zu tun. Mit diesem Theorem stellte gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts der junge Amerikaner Ken Arrow die Sozialwahltheorie auf den Kopf, was ihm 1972 den Wirtschaftsnobel eingebracht hat. Statt dieses oder jenes Wahlverfahren zu analysieren, betrachtete Arrow alle denkbaren Verfahren in einem Aufwaschen und er zeigte, keines ist perfekt. Schlimmer noch, also keines ist auch nur halbwegs befriedigend, sobald mehr als zwei Alternativen zur Auswahl stehen. Die Frage, was heißt halbwegs befriedigend? Also im Kern geht es bei allen Wahlen darum, aus den individuellen Rangordnungen der Wähler eine kollektive Rangordnung zu finden, das Endergebnis der Wahl. Das Verfahren soll Kopf und Fuß haben. Also erstens, wenn alle Wähler Anna vor Bea rein, so soll auch im Endergebnis natürlich Anna vor Bea liegen. Zweitens, Zyklen soll es im Endergebnis keine geben. Und drittens, ob im Endergebnis Anna vor Bea liegt, das soll nicht davon abhängen, wie Conny abschneidet. Das sind bescheidene Ansprüche an einem Wahlvorgang. Aber Arrow hat gezeigt, sie sind unerfüllbar. Genauer gesagt, die einzige Methode, um sie zu erfüllen, besteht darin, dass ein einzelner Wähler entscheidet für alle. Also dass seine Präferenzen als Endergebnis anerkannt werden. Der eine Wähler, der dann für alle entscheidet, das ist der Diktator. Und das ist ja kaum, was man unter einer demokratischen Wahl versteht. Also da diese drei scheinbar so harmlosen Ansprüche an ein befriedigendes Verfahren nicht alle drei erfüllt werden können, nicht gemeinsam erfüllt werden können, muss eines von ihnen natürlich über Bord gehen. Aber welches? Die erste Bedingung, die verbindet individuelle mit kollektiver Rangordnung. Wenn alle Wähler dasselbe wollen, ist es das Endergebnis. Also ein Wahlmodus, der das nicht erfüllt, der hat wohl keine Aussicht, ernst genommen zu werden. Die beiden anderen Bedingungen verlangen von der kollektiven Rangordnung etwas, das man von der individuellen Rangordnung meist als selbstverständlich voraussetzt. Betrachten wir etwa die zweite Bedingung. Sie wird gewöhnlich am Beispiel eines Restaurants erklärt. Nehmen wir an, dass fürs Mittagsmenü Pasta oder Huhn angeboten werden. Und der Gast nach längeren Hin und Her Huhn wählt. Nun erwähnt der Kellner, dass es heute auch Fisch gibt, worauf der Gast ruft, aber das ändert ja alles. Dann wähle ich Pasta. Und das scheint kurios, nicht wahr? Eine neue Alternative C kommt dazu, gewinnt zwar nicht, aber dreht die Rangordnung der bereits bestehenden Alternativen A und B um. Was allerdings den einzelnen Gast zum Sonderling stempelt, das kann im vollbesetzten Speisesaal doch ohne weiteres eintreten. Es könnte ja sein, dass an den fischfreien Tagen etwas mehr Gäste Huhn wählen als Pasta, aber einige von ihnen auf Fisch umsteigen, wenn er angeboten wird. Und wenn überdies kein Pasta-Liebhaber auf Fisch umsteigt, vielleicht sind alle vegan, dann kann Pasta auf diese Art zur häufigsten Bestellung werden und kein Koch wird sich wundern. Ebenso steht's mit den Zyklen. Ein Gast, der Pasta lieber hat als Fisch, Huhn lieber als Pasta und Fisch lieber als Huhn, der wird verhungern, bevor er seine Bestellung aufgeben kann. Aber wenn an fischfreien Tagen die Mehrheit der Gäste Huhn wählt, an den huhnfreien Tagen Pasta und an den pastafreien Tagen Fisch, so deutet das nicht auf einen kollektiven Wahnsinn hin. Aus Arrows Diktatortheorem folgt somit, wir dürfen
einer Gemeinschaft nicht einen Willen unterschieben, der sich so verhält wie der eines Einzelnen. Das führt uns wieder zum Marquis de Condorcet. Dieser war nämlich, wie alle anderen aufklärerischen Vordenker der Revolution, ganz von Jean-Jacques Rousseaus Ideen beherrscht. Demnach soll die Gemeinschaft durch die Volonté commune regiert werden, also durch den Gemeinwillen. Das ist ein scheißliches Wort, aber Volkswille ist auch nicht mehr zu gebrauchen. Also dieser Gemeinwille war damals ein sakrosankter Begriff und stellt sich nun als Gedankenblase heraus. So geht es mit den sakrosankten Begriffen. Einen Gemeinwillen gibt es nicht. Zumindest muss es ihn nicht immer geben. Das war natürlich ein herber Schlag für die Jünger von Jean-Jacques. Heute sind wir gelassener geworden. Die Demokratie ist uns nicht eine Heilsbotschaft in unerreichbarer Ferne, wie Weiland den Enzyklopädisten, sondern sie ist schlicht das kleinere Übel. Laut Karl Popper genügt es, wenn eine schlechte Regierung abgewählt werden kann. Wahlen müssen nicht die richtige Entscheidung treffen, was immer man darunter verstehen mag. Es reicht, wenn jede Entscheidung bei der nächsten Wahl revidiert werden kann. Wir haben uns also längst damit abgefunden, dass jedes Wahlverfahren seinen Pferdefuß hat. Sogar die offensichtliche Ungerechtigkeit, dass manche Stimmen mehr zählen als andere, hat zum Beispiel die Demokratie in den USA nicht umgebracht. Zwar kommt es dort immer wieder zu unschönen Machenschaften, wenn Wahlkreise abgeändert werden, um die gewünschten Stimmenmehrheiten zu bekommen, aber man hat sich daran Achselzucken gewöhnt. Der Fachausdruck für das heißt Gerrymandering. Und auch dieses Geschäft kann übrigens die Mathematik für reizvolle Aufgaben stellen. Wer wie der aufrechte Seemann Bordard nur mit anständigen Politikern rechnet, der wird allerdings enttäuscht sein. Das bringt uns zurück zum strategischen Wählen. So wählt, wer das Endergebnis manipuliert, indem er die Liste seiner Präferenzen absichtsvoll unrichtig ausfüllt. Hier gilt ein Satz von ähnlicher Tragweite wie der Satz von Arrow. Dieser Satz stammt von Gibbard und Satterthwaite und der besagt, um keinen Anreiz zum strategischen Wählen zu geben, gibt es wieder nur eine einzige Möglichkeit, nämlich die Präferenzen eines einzelnen Wählers als Gesamtergebnis anzuerkennen. Also wieder der Diktator lässt grüßen. Aber übrigens, ganz so diktatorisch, wie es klingt, muss das Verfahren nicht sein. Wenn man den Diktator zufällig auswählt, dann hat ja eine Präferenzenliste umso bessere Chancen, je häufiger sie in der Wahlbevölkerung vorkommt. Also völlig willkürlich wäre so ein Verfahren nicht. Man könnte es als Tychokratie bezeichnen, nach Tyche, der griechischen Göttin des Zufalls oder des Schicksals. Doch wird sich kaum jemand mit einem tychokratischen Wahlverfahren anfreunden können. Ja, zu gering wird die Chance sein, dass man dann das Endergebnis diktieren kann. Offensichtlich haben wir bei einer Abstimmung lieber mit 100% Wahrscheinlichkeit einen winzigen Einfluss, als mit winziger Wahrscheinlichkeit einen 100%igen Einfluss auf das Ergebnis. Eine Wahl ist nicht nur eine Messung, bei der festgestellt wird, welche Meinung in der Gemeinschaft vorherrscht. Wobei, wie wir gesehen haben, also gar nicht so klar ist, was da eigentlich gemessen wird. Eine Wahl ist auch ein Ritual, ein Bindungsritual. Die Wähler binden sich zum Guten und zum Bösen. Es ist eine ernste Zeremonie. Und dieser Wesenszug, der geht allen statistischen Verfahren ab. Ob sie jetzt tychokratisch von einem Diktator bestimmt werden oder auf umfangreichen Stichproben beruhen. Selbst wenn sie noch so zuverlässig sein sollten, sie ersetzen doch nicht das Ritual. Dankeschön.